Passend zur Zwetschgenzeit gibt es ein Ruckzuck-Rezept von mir, ein perfektes Dessert für den Herbst, und zwar Zwetschgen-Crumble, sehr einfach und schnell zubereitet. Und ja, jetzt geht's auch schon sofort los mit den Zutaten und der Zubereitung. Und zwar brauchen wir Zwetschgen oder Pflaumen. Die habe ich bereits entkernt und halbiert. Man kann sie auch vierteln oder in Scheiben schneiden, das ist eigentlich egal. Und für den Streuselteig benötigen wir Butter, Zucker, Mehl und Zimt. Eventuell kann man auch auf Wunsch einen Teil von dem Mehl durch gemahlene Nüsse ersetzen. Schmeckt übrigens sehr lecker. Und ja, aus den Zutaten einen Streuselteig zubereiten. Wenn ihr weiche Butter verwendet, reicht es, wenn man ihn direkt mit den Händen zusammenknetet. Falls man aber kalte Butter verwendet, würde ich zuerst mit dem Knethaken die Zutaten schön verkneten, anschließend mit den Händen nachhelfen. Für diese Mengenangaben könnt ihr entweder 6 Soufflé-Förmchen oder eine mittlere Auflaufform oder zum Beispiel so wie ich eine Gusseisenpfanne verwenden. Die Pfanne kann ich euch übrigens unten in der Infobox verlinken. Die Form schön mit Butter einfetten und dann die Zwetschgen hineingeben. Zu guter Letzt die Streusel darüber streuen. Anschließend im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten backen. Auch könnt ihr den Crumble im Voraus zubereiten und für einige Stunden im Kühlschrank aufbewahren oder zum Beispiel für einige Wochen einfrieren und dann erst bei Bedarf aufbacken. Nach dem Backen sofort mit Puderzucker bestreuen und mit Vanilleeis servieren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Und ja, die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und wir sehen uns zu meinem nächsten Video. Bis dann!